Hallo zusammen. Haben wir gestern Fußgymnastik gemacht. Dann machen wir heute weiter. Machen wir Gymnastik für unsere Finger und Hände. Wir brauchen dazu, wenn wir haben, einen Noppenball oder einen Tennisball. Und ein kleines Gummiringel legen wir uns bereit. Das brauchen wir ein bisschen später. Das Gummiringel legen wir dabei zur Seite. Nehmen wir mal unseren Noppenball und dann tun wir fest zwischen den Handflächen den Noppenball vor, zurück bewegen. Vor, zurück, den Noppenball, genau, dann lassen wir ihn noch um die Handflächen, Handrücken und die Richtung wechseln. Und nochmal fest zwischen den Handflächen. Und noch einmal um die Handflächen, Handrücken und auch zur anderen Seite. Und dann nehmen wir mal den Noppenball so zwischen jeweils zwei Finger und dann versuchen wir den Ball zusammenzudrücken mit den Fingern. Zwischen zwei Fingern, Daumen, Zeigefinger geht ganz gut. Und dann schauen wir weiter, fest zusammendrücken. Fest zusammendrücken. Und dann schauen wir sich die andere Seite an wieder. Daumen, Zeigefinger und dann wieder zwischen zwei Finger den Ball und dann drücken wir dann fest zusammendrücken, super. Dann nehmen wir mal den Ball zur Seite, dann massieren wir unsere Finger, unsere Hände, einmal diese Mittelhandknochen, das massieren wir schön aus, streichen wir schön drüber. Schön mit dem Daumen da in der Mitte fest ausstreichen. Und dann massieren wir wieder unseren Handflächen. Fest ausmassieren. Dann jeden einzelnen Finger in die Länge streichen. Schön in die Länge streichen. Und nochmal fest massieren. Und auch die andere Hand, auch da wieder, beginnen wir wieder mit dem Mittel da dazwischen durchmassieren, schön ausstreichen, den Mittelhandknochen, Handwurzelknochen, dass wir das schön dazwischen das ausstreichen. Und auch da wieder schön das Daumengrundgelenk massieren. Handfläche ausstreichen und wieder jeden einzelnen Finger so richtig in die Länge ziehen, lang ziehen. Genau. Und dann nehmen wir mal die Finger so ineinander und so gegeneinander reiben, die Ballen fest gegeneinander reiben. Und dann nehmen wir die Finger lang und drücken wir mal fest zusammen und locker lassen. Drück noch einmal fest zusammen und locker lassen. Und dann lösen wir mal die beiden Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger und kleiner Finger. Nochmal Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger. Ringfinger, kleiner. Fangen wir nochmal an beim kleinen. Lösen und wieder zusammenlegen. Und dann lassen wir wieder die Handflächen fest zusammen und dann lösen wir alle Finger so zu einem V zur Seite. Fest zur Seite drücken und wieder zusammen. Nochmal fest zur Seite wie zu einem V und wieder zusammen. Die Finger so richtig fest zur Seite ziehen, nach rechts und nach links. Zusammen. Machen wir noch ein letztes Mal. Zur Seite. Und wieder zusammen. Dann beugen wir mal. Zeigefinger beugen und wieder strecken. Mittelfinger beugen und wieder strecken. Dann Ringfinger beugen. Es war zu leicht, wenn die anderen stehen bleiben sollen. Und wieder strecken und den kleinen Finger beugen
und wieder strecken. Noch einmal Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger, da wird schon schwieriger. Der kleine Finger beugen und wieder strecken. Und dann beugen wir mal alle Finger, das müssen wir Knobel zueinander. Und wieder strecken. Noch einmal alle beugen, so gegeneinander drücken. Und wieder strecken. Noch einmal beugen. Und wieder strecken. Und dann nehmen wir die Finger so ineinander. Und wieder strecken, wieder zusammen. Und strecken, zusammen, strecken. Und jetzt wechseln wir. Jetzt wandern wir immer um einen Finger weiter nach vorne. Wieder um einen weiter. Und wieder um einen weiter. Und wieder zurückwandern. Strecken, beugen, zurück. Und dann gehen wir gleich weiter. Immer um einen Finger verschieben. Und wieder zurück. Genau, und dann darf man nochmal fest gegeneinander reiben. Dann legen wir mal unsere Handflächen auf unsere Oberschenkel ab und dann lösen wir mal die Daumen, dann die Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger und den kleinen. Dann haben wir beide Daumen, beide kleine, beide Daumen, beide kleine Finger, Daumen, kleiner. Hier wieder Zeigefinger, Daumen, kleiner. Zeigefinger, kleiner Finger, Daumen. Gehen wir weiter. Mittelfinger, Zeigefinger, Mittelfinger, Zeigefinger, kleiner. Zeigefinger, Mittelfinger, wander weiter, Ringfinger. Ups. Ablegen, kleiner. Daumen, wandern wir mal durch. Mittelfinger, Ringfinger, kleiner Finger, noch einmal Daumen. Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger, der geht am schwersten. Daumen, kleiner Finger, noch eine Runde. Daumen. Ringfinger. Da wollen immer mehr mitgehen und der kleine Finger. Nochmal wieder Faust und wieder strecken. Faust machen, strecken, Faust machen, strecken, Faust machen, strecken. Dann nehmen wir mal die Finger wieder. Jetzt bewegen wir jeden Finger zum Daumen. Fangen wir mit dem kleinen an. Kleiner Finger zum Daumen. Dann wandern wir einen Finger nach dem anderen. Entlang, immer wieder zum Daumen, das nennt man Spitzgriff. Jeder Finger berührt einmal den Daumen. Jetzt versuchen wir das Gegengleich. Jetzt fangen wir auf der einen Seite mit dem Zeigefinger an und dann mit dem kleinen Finger. Und auch wieder eine nach dem anderen. Zack, 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 noch gekehrt. Das ist eine Koordination, genau, mit beiden Fingern. Und dann nehmen wir wieder beide gleich, einen Finger nach dem anderen. Letztes Mal. Und dann legen wir wieder ab. Und dann machen wir wie beim Klavierspielen, Finger leicht beugen, einen nach dem anderen. Beim Klavierspielen einen Finger nach dem anderen bewegen. So, dann bleiben wir wieder. Dann drehen wir das um, dass wir den Handrücken am Oberschenkel ablegen. Dann legen wir mal den Daumen zur Richtung kleinen Finger. Und wieder zur Seite. Daumen Richtung kleinen Finger bewegen. Und wieder zur Seite, Richtung kleiner Finger und wieder zur Seite. Man kann auch die andere Hand zu Hilfe nehmen, wenn das leichter geht. Und wieder lösen, wenn wir nicht so weit kommen. Wieder rüberlegen
und wieder lösen, wieder zur Seite legen und wieder lösen, zur Seite und lösen, zur Seite und lösen. Letztes Mal legt den Daumen zur Seite, wieder lösen. Dreh die Handflächen um. Und jetzt ziehen wir mit der anderen Hand den Daumen ganz vorsichtig zur Seite, dass wir da richtige Dehnung spüren. Und wieder locker lassen. Noch einmal zur Seite ziehen. Locker lassen. Letztes Mal zu der Seite. Zieh den Daumen zur Seite. Und wieder locker lassen. Andere Seite. Zieh den Daumen wieder vorsichtig zur Seite und wieder locker lassen. Zur Seite ziehen und wieder locker lassen. Zur Seite ziehen, wieder locker lassen. Noch ein letztes Mal zur Seite ziehen und wieder locker lassen. Jetzt nehmen wir uns noch einmal unseren Igelball und den bewegen wir in einer Hand. Bewegen wir den nach vor zu den Fingern und wieder zurück. Verschiebt den nach zur Seite und wieder nach unten bewegen. Jetzt mal den Ball mit den Fingern in der Hand nach unten rollen und wieder nach oben zu den Fingerspitzen. Wieder in die Handfläche legen und wieder nach oben. Dann drehen wir den mit den Fingerspitzen so im Kreis und ein bisschen, genau, und wieder zur anderen Seite drehen. Und nochmal die andere Hand, dreh den Ball mit den Fingerspitzen, mit den Fingern. Und dann legen wir den Ball wieder ab, jetzt nehmen wir uns das Gummiringel. Legen wir die Handfläche wieder am Oberschenkel ab. Das Gummiringel platzieren wir zwischen Daumen und kleiner Finger über den ganzen Finger. Und jetzt ziehen wir die Finger weit zur Seite und wieder zur Mitte. Wieder öffne zur Seite, Daumen zur Seite, kleiner Finger zur Seite. Wieder zusammen, wieder zur Seite, wieder zusammen, zur Seite ziehen. Zusammen, letztes Mal zur Seite und wieder zusammen. Man kann auch das mit der anderen Hand fixieren und dann zur Seite ziehen mit dem kleinen Finger. Zur Seite ziehen, dass wir spüren, dass wir gegen das Gummiringel, gegen den Widerstand die Finger zur Seite schieben. Versuchen wir das auch zur anderen Seite, auch wieder da, kleiner Finger. Daumen, das Gummiringel und wieder weit zur Seite die Finger spreizen und wieder zusammen, zur Seite und wieder zusammen, öffne zur Seite, zusammen, öffne zur Seite, komm wieder zusammen. Machen wir noch zweimal, zusammen, letztes Mal, weit zur Seite öffnen, zusammen, auch da wieder fixieren. Und wieder Finger spreizen und zusammen, zur Seite und zusammen, zur Seite und zusammen. Genau, dann legen wir das Gummiringel wieder zur Seite, nehmen wir wieder unsere Hände, machen wir eine Faust, der Daumen ist drinnen. Daumen, also genau, und die Finger fest zur Seite spreizen, wieder Faust, Finger fest zur Seite spreizen. Faust machen, weit öffnen, Faust, weit öffnen, weit öffnen. Letzten zweimal noch, einmal noch. Und jetzt machen wir da Faust wieder, der Daumen ist drinnen. Also einmal ist der Daumen drinnen, einmal ist der Daumen, kommt da raus. Faust bleiben, genau. Jetzt versuchen wir mal abwechselnd, rechts, links. Genau, einmal ist der rechte Daumen draußen, einmal ist der linke Daumen draußen. Genau, ups. Koordination und auch Beweglichkeit. Super. Jetzt bleiben wir da, jetzt versuchen wir. Daumen und kleiner Finger
Daumen, kleiner Finger. Jetzt wechseln wir das Ganze wieder. Daumen, kleiner Finger. Daumen, kleiner Finger. Daumen, kleiner Finger. Einmal ist rechte Daumen, einmal ist der linke Daumen und der kleine Finger. Genau. Koordination wieder und Beweglichkeit. Daumen, kleiner Finger. Machen wir noch zweimal. Letztes Mal. Super. Wieder die Hände zusammen, fest gegeneinander reiben. Und dann drehen wir mal die Handflächen. Und wieder strecken. Dann beugen wir mal jeden einzelnen Finger. Beugen und wieder strecken. Beugen und wieder strecken. Jetzt machen wir eine Faust. Beginnen wir beim kleinen Finger. Ringfinger, Mittelfinger, Zeigefinger und Daumen. Und wieder einzeln öffnen. Wieder schließen. Und wieder einzeln öffnen. Noch ein letztes Mal auf der Seite. Also der Ringfinger und der kleine Finger, die wollen immer gleich gemeinsam. So. Dann wechseln wir zur anderen Seite. Auch da wieder kleiner Ringfinger. Mittelfinger, Zeigefinger und Daumen. Und wir öffnen wieder. Und wir öffnen wieder. Machen wir noch ein letztes Mal. Und wieder öffnen. Super. Nochmal zusammen. Jetzt nehmen wir die andere Hand zur Hilfe. Jetzt beugen wir jeden einzelnen Finger ganz oben im Gelenk. Das ist nur ganz eine kleine Bewegung. Aber da brauchen wir fast die zweite Hand, weil sonst will der ganze Finger wieder abbiegen. Wirklich nur die obere Fingerkuppe. Beugen und strecken. Nehmen wir den nächsten Finger. Nur Fingerkuppe beugen und wieder strecken. Nur die Fingerkuppe beugen, strecken. Kleiner Finger beugen, strecken, Daumen brauchen wir nicht, da haben wir das nicht. Da haben wir diese Fingerkuppe nicht so, so andere Seite wieder Fingerkuppe. Beugen, strecken, ohne die zweite Hand zur Hilfe geht das fast nicht, weil da wird der Finger dann schon wieder abbiegen. Fingerkuppe beugen, strecken, nächster, Fingerkuppe. Beugen, strecken, nur die Fingerkuppe, kleiner Finger noch, beugen, strecken, super, nochmal fest gegeneinander reiben, nochmal fest mit den Fingern zusammen, wirklich nur mit den Fingerspitzen drücken wir jetzt gegeneinander, locker lassen, drück noch einmal fest zusammen. Locker lassen. Jetzt machen wir nochmal feste Faust. Spreizt die Finger. Feste Faust. Spreizt die Finger. Fest eine Faust machen. Spreizt die Finger. Ein letztes Mal. Feste Faust machen. Finger spreizen. Und zum Abschluss nochmal fest gegeneinander reiben. Und dann legen wir die Handflächen wieder ab. Jetzt spüren wir, dass unsere Hände Finger so richtig durchmobilisiert, sodass die ganz warm sind. Ganz ein angenehmes Gefühl. Danke euch fürs Mitmachen und wir sehen uns wieder.